habe jetzt in der Leitung Andrea Kolling, Vorsitzenden der Bremischen Stiftung Rüstungskonvention und Friedensforschung und ENAAT. Ja, da hatte ich schon gleich meine erste Frage. Was ist denn ENAAT? Ja, das ist eine Abkürzung. Ich spreche das INAT aus. Das ist das Europäische Netzwerk gegen Rüstungsexporte, European Network Against Arms Trade. Also das ist ein Zusammenschluss von Organisationen, Gruppierungen in Europa, mehr in West- als in Osteuropa, leider noch immer, die sich, also das ist eher so ein, ja, ein Zusammenschluss von Gruppierungen, die in ihren nationalen Ländern gegen Rüstungsexporte arbeiten, beziehungsweise die untersuchen, welche Rüstungsgüter exportiert werden. Und es ist immer ganz spannend. Wir treffen uns in der Regel so einmal im Jahr. Wir treffen uns jetzt das nächste Mal nächste Woche in der Schweiz. Und für mich ist es immer so ein, also ein Aha-Erlebnis in Bezug auf Europa, weil man so die Mosaiksteine mitbekommt, welche Länder was wohin exportieren und man dann so eine Zusammenschau bekommt, weil dieses Thema Rüstungsexporte ist ja ansonsten immer eher so ein nationales Thema, wo man eher, also das ist ja auch noch nationale Souveränität, trotz aller EU-Verträge gilt es immer noch, ne, nach den alten römischen Verträgen von 1956 sind die Exporte in nationaler Souveränität und von daher guckt man ja eher immer national auf die eigenen Regierungen, aber da bekommt man dann eher auch noch mal mit, was die anderen Regierungen machen und ab und an machen wir auch eine gemeinsame Kampagne, was weiß ich, zum Thema Indonesien, Waffenlieferungen und ich denke mir, in diesem Jahr wird irgendwie groß die Frage sein, warum Deutschland so viele Panzer in den Nahen Osten exportiert. Und ansonsten war zum Beispiel Thema Drohnen, was ja jetzt hier aktuell ist, hatten wir schon vor 2 Jahren als Thema ein bisschen beleuchtet und da wird einem schon klar, oh, das Thema kocht dann auch ein bisschen zeitverzögert in den einzelnen Nationalstaaten eher hoch, weil alle europäischen Staaten an diesem Drohnenprogramm interessiert sind, die Drohnen gerne haben wollen und die Drohnen auch dann am liebsten selbst herstellen. Ja, und ansonsten bin ich Stiftung, Bremische Stiftung Rüstungskonversion und Friedensforschung, eine kleine Stiftung, ehrenamtlich, die 89 gegründet wurde, als denn die Mauer gefallen ist und wo es in Bremen den Wunsch gab, nach einem Konversionsprogramm, also das heißt die Umstellung von Rüstungsproduktion auf zivile Produktion. Es gab auch so ein Konversionsprogramm bis 2001. Nichtsdestotrotz ist Bremen nach wie vor eine Rüstungshochburg, wie wir sagen, weil es nach wie vor einen hohen Anteil an Rüstungsproduzenten gibt, die unter anderem auch wie Rheinmetall Defense an den Drohnen forschen und auch gerne welche herstellen wollen. Rüstungsexporte soll es heute gehen. Schwerpunkt soll auf den kleinen Waffen liegen. Vielleicht kannst du irgendwelche aktuellen Zahlen zu den deutschen Rüstungsexporten geben, wie viel das ist und wo die hingehen. Ja, also es ist ja normalerweise so, also entweder man versucht das über Anfragen rauszubekommen, also die Abgeordneten im Bundestag, oder aber es gibt auch den Rüstungsexportbericht seit 1999, wo denn die Regierung einen dicken Bericht herausgibt jedes Jahr, welche Waffen sie wohin exportieren. Da sind auch die Kleinwaffen drin, die sind da auch ganz gut eigentlich aufgeschlüsselt. Insgesamt ist der Rüstungsexportbericht allerdings, was die Transparenz betrifft, doch ein bisschen dürftig, auch wenn das Gesamtwerk ziemlich dick von den Seiten her ist. Aber die Kleinwaffen, da sieht man denn doch schon einiges, weil die unter das Kriegswaffenkontrollgesetz fallen, was ja ein bisschen strenger ist als das Außenwirtschaftsgesetz, was denn die sonstigen Rüstungsgüter umfasst. Und dann wird es aufgeschlüsselt, also und nach dem Bericht, also der für das Jahr 2011, das ist der letzte, der erschienen ist,
Da wurde zum Beispiel nach Ägypten, nach Andorra, nach Bahrain, nach Bhutan, nach Brasilien, nach Brunei, nach Indonesien, in den Irak, nach Israel, Jordanien, Kasachstan, Katar, Korea, Kosovo, Kuwait, Libanon, Oman, Philippinen, Russische Föderation, Saudi-Arabien natürlich, Singapur, Sudan, Südafrika, Ukraine, Uruguay, Vereinigte Emirate zum Beispiel geliefert. Das ist aufgeschlüsselt nach Munition auf der einen Seite und auf der anderen Seite halt nach den Kleinwaffen. Also unter Kleinwaffen, das ist ja eher die deutsche Bezeichnung, im Englischen ist das ja eher Small Arms, also kleine Waffen und leichte Waffen, die darunter gefasst werden. Also nach, es gibt keine ganz eindeutige Definition von Kleinwaffen, aber eigentlich sind das Waffen, die ein bis zwei Leute tragen können. Also auch, ne, also die Panzerfaust, die gehört da auch dazu. Aber was im Exportbericht aufgeschlüsselt ist, und das sind halt dann die Gewehre, Gewehrteile, Maschinenpistolen und. Ja, auch nach den Stückzahlen, was dann schon ein bisschen erhellend ist. Man fragt sich natürlich insgesamt, warum werden die geliefert? Also es war jetzt, da gab eine Anfrage der Linken, also zu den Kleinwaffen für das Jahr 2012. Da gibt es ja noch keinen Rüstungsexportbericht zum Nahen Osten, also wohin was geliefert wurde. Katar, ich will jetzt die ganzen Länder nicht nochmal aufzählen, Irak natürlich, Saudi-Arabien. Und aber aus den Zahlen insgesamt scheint das Jahr 2012 ein Rekordjahr zu werden, was natürlich schon erschreckend ist, wobei jede einzelne Waffe eigentlich erschreckend ist. Eigentlich dürfte es überhaupt gar keine Kleinwaffen oder überhaupt keine Waffen, aber auf jeden Fall keine Kleinwaffen oder keine Waffen nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz exportiert werden. Und in der Anfrage heißt es denn auch immer ganz lapidar, der Rest an Zahlen gibt es halt erst Ende des Jahres im Rüstungsexportbericht. Ja, Waffen sollten nicht exportiert werden, aber obendrein, also bei diesen ganzen Ländern, die du aufgezählt hast, da waren ja auch einige dabei, wo halt aktuelle Krisen sind oder wo halt irgendwelche Diktaturen am Start sind. Wie ist denn das? Gibt es da nicht irgendwelche Einschränkungen, dass in Kriegsgebiete oder Krisengebiete Waffen nicht oder nur beschränkt geliefert werden dürfen? Oder wie ist das? Ja, offiziell gibt es die natürlich. Also da darf natürlich auf gar keinen Fall in Kriegsgebiete, laut Grundgesetz darf das auch, ist das verboten, zu exportieren, was denn das friedliche Zusammenleben der Völker stören könnte. Aber es gibt nur Richtlinien, die sind natürlich auslegbar und es gibt kein Rüstungsexportgesetz. Also was wir uns wünschen, also was in so eine Keinrichtung-Kampagne oder was auch die Kampagne Aufschrei, die es ja jetzt gibt, seit längerem die Forderung nach einem Rüstungsexportgesetz, wo natürlich wünschenswert wäre, wenn jeglicher Export verboten wäre. Aber nach den Zahlen, also das sind ja nur die Kleinwaffenzahlen, die jetzt so ein bisschen kleckerweise über diese Anfrage herausgekommen sind, scheint es für das Jahr 2012 nun wirklich auch noch Steigerungen zu geben. Ich habe mir auch nochmal die alten Zahlen angeguckt. Es gibt natürlich immer Schwankungen, aber im Laufe der letzten Jahre sind es gerade in die Drittländer, also außerhalb von EU und NATO, die Exporte, die gesteigert wurden, auch im Falle, also auch für die kleinen Waffen. Und das ist natürlich, also das ist schon erschreckend, weil in Anfang oder Mitte der 90er Jahre war man in Bezug auf die Drittländer also schon auch erheblich zurückhaltender, als das heute der Fall ist, obwohl offiziell wird die Rüstungsexportpolitik der Bundesregierung, bezeichnet sie sich selbst immer als restriktiv, aber ich kann da nichts an Restriktivität erkennen, zumal wenn man wirklich restriktiv wäre, könnte es nicht sein, dass Deutschland seit Jahren nach den Zahlen des Stockholmer Friedensforschungsinstituts immer auf dem dritten Platz ist, hinter dem Weltmarktführer, Weltführer erster Klasse USA und dann danach Russland. Also von daher kann da nichts an Restriktivität sein. Und ich habe ja jetzt vorhin bei den Ländern ja auch nur die Drittländer vorgelesen, in die exportiert wurde. Und meiner Ansicht nach ist es halt so, ich habe natürlich auch geguckt und habe überlegt, warum wird in die einzelnen Länder immer mehr Waffen exportiert.
Aber alle Berichte also lassen natürlich nicht in der Richtung eine Transparenz zu, dass man weiß, warum, also welche Politik dahinter steht. Und die Befürchtung ist allerdings seit dem letzten Jahr, also wo vor allen Dingen auch die Panzer exportiert wurden, dass es sowas wie eine Merkel-Doktrin gibt. Also dass Frau Merkel hat sich ja auch hingestellt, dass sie diejenigen Länder, wozu natürlich Saudi-Arabien zählt, die natürlich, was weiß ich, Menschenrechte verletzen, das ist ja alles gar keine Frage. Und wo man denn in die Länder sozusagen auch mit Waffen ausrüstet, um, was immer unter Stabilität verstanden wird, also die Region zu stabilisieren. Aber wenn man Waffen in rauen Mengen dahin liefert, würde ich eher sagen, das hat mit Stabilität nichts zu tun. Das ist eher in Richtung, also die Waffen, die irgendwohin geliefert werden, werden in der Regel ja auch irgendwann eingesetzt, nicht unbedingt in dem gleichen Jahr oder im nächsten Jahr, aber die Region gerade des Nahen Ostens ist ja bis, also kauft sich Waffen, ist ein Käufergebiet ersten Ranges und da steht zu befürchten, dass auch die Waffen irgendwie mal eingesetzt werden und gerade die Kleinwaffen, das hat man ja in Libyen gesehen, die werden die Waffen, die dann, also nachdem auch das offizielle Kriegsgeschehen vorbei war, die dann in andere Kriegsgebiete wandern und die Waffen sind sehr langlebig und tauchen jetzt in Mali auf und tauchen jetzt sonst wo auf und auch Saudi-Arabien hat ja nun auch den Nachbarstaat Bahrain bei der Unterdrückung des arabischen Frühlings geholfen, indem sie da auch Panzer hingeschickt haben und die Kleinwaffen sind sicherlich schon vorher da gewesen. Naja, Friedhofsruhe ist auch eine Form von Stabilität. Richtig. Kleinwaffen, das klingt ja so harmlos, aber laut einem Artikel in dem Greenpeace-Journal sterben halt jährlich geschätzt 400.000 Menschen daran. Das ist also die Waffe, die mit Abstand am meisten Leute tötet. Also so dieser Rüstungsexportbericht, der gibt halt ein paar Länder vor, wo die Waffen landen in Deutschland. Aber du hast ja gerade schon gesagt, die sind ziemlich langlebig und es werden ja auch Lizenzen vergeben und im Endeffekt tauchen die ja dann ganz woanders auf, wo sie hingeliefert worden sind. Also kannst du dazu was sagen? Naja, die Zahlen, das sind natürlich ganz grobe Schätzungen. Also wie viel Tote es gibt. Es gibt ja keine Kriegstotenstatistik insgesamt. Nur ist natürlich schon klar, also dass wenn dann die Kleinwaffen richten sich direkt gegen Personen und sind auch die Waffen, die halt im Laufe der letzten Jahre die meisten Toten verursacht haben. Also Kofi Annan hat das, ne, also zwar als die Massenvernichtungswaffen der heutigen Zeit bezeichnet oder des 21. Jahrhunderts, das finde ich ein bisschen verharmlosend, weil die anderen Waffen, ne, werden zwar in der Regel nicht unbedingt so eingesetzt wie die Kleinwaffen, aber sind nun auch alles andere als harmlos. Und man kann nur hoffen, dass sie nicht eingesetzt werden. Ja, zu den Lizenzen, das gibt die Bundesregierung natürlich so weniger bekannt. Das ist immer ein bisschen kleckerweise, also das taucht im Rüstungsexportbericht so nicht auf. Klar ist, dass zum Beispiel Saudi-Arabien jetzt auch für das G3-Gewehr, was nun sehr gefragt ist von Heckler und Koch, was die NATO auch benutzt seit ein paar Jahren, also eine ganze Fabrik geliefert wurde, also die Genehmigung dazu erteilt wurde, das was ja quasi eine Lizenz ist. Und vor Jahren auch mal trotz Widerstand und trotz Proteste dagegen auch in die Türkei. Auch das G36 wird in Spanien gebaut. Und offiziell heißt es zwar immer, der Endverbleib muss gewährleistet sein, aber der wird nur vorab gefragt. Und was dann tatsächlich damit passiert, da hat die Regierung die Lizenzen erteilt, wenig Einfluss drauf, weil es natürlich die Souveränität des Staates dann berührt und wie gesagt, es wird nur vorab danach gefragt, aber die Lizenzen werden vergeben und das Vorläufermodell, das G3, das gibt es, das wird ja wurde ja auch schon in Lizenzen produziert und ist in alle Welt verstreut und taucht auf jedem Platz der Kriege auf. Von daher denke ich, die Endverbleibsregelung ist eher etwas zur Beruhigungspille für die kritische Öffentlichkeit und weniger tatsächlich ein Vehikel, dass man es
also da tatsächlich einen Einfluss drauf hat, wohin die einzelnen Waffen geliefert werden oder dann nachher verkauft werden. Ja, das klingt ja wirklich wie die Farce schlechthin. Und die Praxis gibt es ja, also wenn die deutschen Waffen in sämtlichen Kriegen der Welt auftauchen, dann, dann klappt das so nicht mit der Rüstungskontrolle. Wie sieht denn das zum Beispiel aus in Leipzig oder in Sachsen? Was gibt es denn hier so an Rüstungsindustrie? Also eigentlich bin ich immer auch davon ausgegangen, dass die ganze Rüstungsproduktion nach der sogenannten Wende oder Kehre oder egal wie man es nennt, Fall der Mauer, Rüstungsindustrie in der alten DDR abgewickelt wurde. Die NVA-Schiffe hat man auch nach Indonesien verkauft. Aber es ist trotzdem so, dass da wieder Sachen aufgebaut wurden danach. Zum Beispiel in Dresden, da gibt es die Elbe Flugzeugwerke, die gab es wohl schon immer. Die gehören heute zu EADS. Die machen Zulieferungen und die bauen wohl, also das ist ja, ne, also zum Airbus-Konzern. Soweit ich weiß, sind da auch über 1200 Mitarbeiter derzeit, das waren früher natürlich auch mehr, die einmal Wartungsarbeiten, glaube ich, für die Transall, dann, glaube ich, Reparatur für Hubschrauber, also Militärhubschrauber, als auch von Airbus in Umrüsten, Airbus-Flugzeuge zum Tankflugzeug für das Militär. Von daher, das gibt es durchaus auch in Sachsen was. Und in Leipzig direkt gibt es Brugger, Daltonic heißen die, glaube ich. Die gab es auch, ich glaube, in Karlsruhe. Es gab auch Brugger mal, oder in mehreren westdeutschen Ländern. Und die bauen also wohl jetzt auch ein Simulationsfahrzeug für Schulungen der saudi-arabischen Soldaten. Weil nämlich die Saudi-Arabier wollen gerne den ABC-Spürpanzer von Krauss Maffei Wegmann haben. Und von daher, die wollen 30 Dingos heißen die. Das ist Ende letzten Jahres bekannt geworden und da erscheint wohl Brugger, wie gesagt, so ein Simulationsfahrzeug und halt auch an dem gesamten, also irgendwelche Zulieferungen zu machen. Denn dieser Dingo, das ist ja eher so ein sozusagen gepanzertes Hightech-Labor, was denn, also ABC heißt ja also atomare, biologische und chemische Waffen dann aufspüren, beziehungsweise die müssen die, soweit wie ich das verstehe, die Waffentechnik untersuchen die direkt, ob da irgend sowas in der Luft ist, weil dann die Soldaten natürlich nicht aus ihren gepanzerten Fahrzeugen heraus können. Und wenn die Luft rein ist, können sie halt aussteigen. Von daher ist auch Sachsen nicht frei von Rüstungsproduktion. Und der Flughafen, den gibt es ja auch noch dazu. Ja, das ist ja nochmal ein ganz eigenes Kapitel für sich. Kapitel, genau. Ja, NVA hast du gerade erwähnt, da gefiel mir noch diese Geschichte mit den Panzern, die sie an die Türkei geliefert haben, an unseren schönen NATO-Partner. Genau, aber da haben sie auch die AK-47 geliefert unter Kohl in Massen Anfang der 90er in die Türkei, die dann nachher auch in Nordirland, soweit ich weiß, aufgetaucht sind. Auf den Balkankriegen sind sie natürlich auch aufgetaucht. Und eine Forderung, die wir ja auch immer haben, dass man natürlich sowohl die Munition, was eigentlich geht, als auch, also natürlich die einzelnen Gewehre, also die Gewehre haben natürlich eine Nummer, aber dass man die eigentlich auch so machen müsste, dass sie wirklich auch nicht auszustanzen ist, weil zum Teil tauchen natürlich immer mal Waffen auf und dann wird geguckt, woher kommen die und dann ist das zum Beispiel bei Libyen, der G36, was dann in Libyen aufgetaucht ist, wo es heißt, ne, also auch auf Nachfragen der Bundesregierung können sich nicht erklären, wie sie da hinkommen, was ich zwar auch nicht verstehe, aber sie sagen es so. Und da waren aber die gestanzten Seriennummern weggefräst und wo man eigentlich, glaube ich, von der Technik her das auch so machen könnte, dass das eigentlich nicht möglich ist, ohne dass man gleichzeitig die Waffe dann zerstört. Und von daher ist das ein bisschen eine Kumpanei auch zwischen den Herstellern und den Regierungen, die dann weggucken und es auch nicht so genau wissen wollen.
Na, ich wollte noch kurz diesen Skandal, der war glaube ich 91 oder so, da hatten sie halt diese Radpanzer der NVA der Türkei überlassen unter der Auflage, die nicht in Kurdistan einsetzt. Ja, und eine Woche später kam dann im Fernsehen, wie halt irgendwelche Gefangenen zu Tode geschleift wurden, die an diese Panzer gebunden wurden in Kurdistan. Ja, da so ein Fall gibt's ja jetzt auch zu Heckler und Koch Kleinwaffen, wo es offiziell hieß, da ist auch ein Verfahren anhängig, also über Staatsanwaltschaft derzeit. Das ist noch nicht zu Ende, weil die illegal in die Bürgerkriegsgebiete in Mexiko geliefert wurden. Und offiziell hieß es, dass die also nicht in die Gebiete geliefert werden dürfen, wobei wohl der Hersteller Heckler und Koch sagt, sowas wäre ihm wohl nicht bekannt gewesen. Aber das Verfahren, das läuft wie gesagt noch. Und mal schauen, was dabei herauskommt, ob da Heckler und Koch sich rechtfertigen muss. Gut, gibt es weiterführende Webseiten oder vielleicht eine Literaturempfehlung zu dem Thema? Na, wer es natürlich genau wissen will und sich gerne durch die Zahlen durchkämpft, der sollte aufs Wirtschaftsministerium gucken. Also da gucken wirklich die Seiten, also für den Rüstungsexportbericht, der zwar immer zeitverzögert 1,5 Jahre später herauskommt, wo die Zahlen eigentlich vorliegen, weil das so ein Abstimmungsprozess ist zwischen den einzelnen Ministerien und man sich da wohl auf wohlfeile Bemerkungen und Formulierungen erstmal einigen muss. Ansonsten könnte ich, was ich gerne tue, immer die Bremer Seite des Bremer Friedensforums. Das ist also www.bremerfriedensforum.de, alles ein Wort. Aber ansonsten glaube ich, dass wenn man auch wissen will, ne, also wo was wie an Rüstungsproduktion gibt es unter rüstungsatlas.de findet man also unter Ruckzuck im Internet eine Seite, wo man sich gut informieren kann. Und ansonsten sage ich, die Kampagne Aufschrei mit ihren Aktionen kann ich auch nur, die ist auch unter Kampagne Aufschrei oder www.aufschrei.de zu finden. Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich. Ach so, das INAT noch, genau. Ja. Das INAT steht unter also E-N-A-A-T .org ist auch mit einem deutschen, also die Seiten sind, die ersten Seiten sind in Englisch, aber es gibt zum Teil auch Übersetzungen der also ins Deutsche. Von daher sollte man sich nicht scheuen, auch da reinzugucken. Ja, dann besten Dank an Andrea Kolling, Vorsitzende der Bremischen Stiftung Rüstungskonversion und Friedensforschung.